Dann beginne ich mit unserem Programm heute, begrüße alle zu unserem winterlichen Nachmittag. Ich hoffe, dass wir Ihnen einen interessanten Denkraum bieten können. Wir, das sind wir, die Gesellschaft für Zukunftssicherung und Altersvorsorge, kurz die schon nun bekannte, glaube ich, schon weit verbreitet bekannte Denkwerkstatt St. Lambrecht. Sie hat ja drei Säulen, die Denkwerkstatt. Das eine ist eben die herausragende Denkwerkstatt selber in St. Lambrecht, die diesmal vom 4. bis 6. Oktober 23 eben in St. Lambrecht stattfindet, wie jedes Jahr mit einem umfangreichen Programm. Ergänzend dieses Jahr, das erste Mal, haben wir auch einen Tag in Wien, wo wir, den nennen wir Denkforum, wo wir zu bestimmten Schwerpunktthemen einen Tag reserviert halten, diesmal wahrscheinlich am 9.5., aber das ist noch nicht ganz sicher, der Termin. Und die dritte Säule ist eben sind die Denkräume. Die Denkräume sind eben so, wie wir sie heute auch abhalten, sind immer getragen von einem Thema, von Inflation hin bis zu Nachhaltigkeit. Und heute eben die Frage, wie kann ich Menschen motivieren, später in Pension zu gehen, nämlich die Menschen, die das unter Umständen auch können und die eine Wahlmöglichkeit haben. Das steht im Mittelpunkt unseres heutigen Denkraums. Die Denkwerkstatt St. Lambrecht macht es sich zunehmend auch zur Aufgabe, mit anderen Initiativen zusammenzuarbeiten, die ähnliche Themen, nämlich die Sorge um die Zukunft des Wirtschafts-, Gesundheits- und Sozialstaates, in entsprechenden Diskussionen und Wortmeldungen zu thematisieren. In dem Zusammenhang arbeiten wir hier, und das ist der gemeinsame Denkraum heute, mit der Aktion Generationengerechtigkeit zusammen, die eben inmitten der verantwortungsvollen Politik wie eine feste Säule schon seit 2016 immer wieder mit mahnenden Wortmeldungen in den Medien auftritt. Ihr Obmann ist der Diplom-Ingenieur Georg Veit. Er ist der CEO und der Geschäftsführer von Stölzl Glas Group. Er hat, und das ist fasziniert mich, Glashüttenwesen studiert, war aber auch in Amerika und hat dort seinen MBA gemacht, ist auch Vorstand der Industriellen Vereinigung in der Steiermark und, soweit ich das herausgefunden habe, auch im Universitätsrat der Montanuniversität. Es fasziniert mich ganz enorm, wenn Persönlichkeiten, die im Geschäftsleben so engagiert sind und zeitlich sicher so eingeengt sind, sich dennoch, und da spricht das Wort, die Zeit nehmen, um sozial- und gesundheitspolitische Themen zu thematisieren und auch Organisationen zu bewegen, hier ihren Teil zur Gesellschaftspolitik beizutragen. Finde ich ganz toll und lade nun Herrn Diplom-Ingenieur ein bisschen mehr über die Aktion Generationengerechtigkeit uns zu erzählen. Vielen Dank für die freundlichen Worte von Walter Pöltner. Wir haben uns auch schon kennengelernt eben mit dieser Arbeit. Wir sind 2016 gegründet und haben uns zum Ziel gesetzt, zu versuchen, eine Pensionsreform in Gang zu bringen. Dass das nicht ganz so einfach ist, haben wir auch kennengelernt in den letzten 7 Jahren unseres Bestehens. Wir haben nicht sehr viel Erfolge gehabt, obwohl wir sehr viel versucht haben, verschiedene Studien zu machen, zu lobbyieren, Politiker zu überzeugen, Institutionen zu überzeugen. Es ist uns eine einzige Sache gelungen und das ist tatsächlich auf uns zurückzuführen. Wir haben die Pensionslücke in Österreich ausgerechnet. Das ist gar nicht so einfach gewesen, weil es viele Kräfte gegeben haben, diese Pensionslücke auf viele, viele Lücken aufzuteilen, sodass man sie nicht als Gesamtes wahrnimmt. Und wir haben das dann über eine Studie ausrechnen lassen vom Dr. Schneider, der verschiedene Kombinationen gewählt hat.
Und damit ist es also zum ersten Mal gelungen. 2018 war das also diese gesamte Lücke, die aus dem öffentlichen, aus den Beamten besteht, aus dem ASVG-System, aus den Bundesbahnen, aus den ÖBB, aber natürlich auch viele Landesorganisationen und Landesgesellschaften, die also da nicht aufscheinen drinnen, zusammengefügt haben. Und damals war sie eben noch 22 Milliarden oder 21 Milliarden das erste Mal, wenn man sie ausgerechnet hat. Mittlerweile ist diese Lücke angestiegen auf 26 Milliarden. Und sie besteht tatsächlich aus jedem vierten Steuereuro, der dort in diese Lücke hineingesteckt werden muss. Sogar der Sozialminister Stöger hat sie damals anerkannt, er hat sie kleingeredet, indem er gesagt hat, es wären nur 6,2% vom Bruttonationalprodukt. Also jeder kann sich versuchen, sie kleinzureden, und das wird auch im Moment so gemacht. Mit allen Politikern, führenden Regierungspolitikern, mit denen wir geredet haben, die also halbwegs noch Verständnis für unsere Ansätze gehabt haben, die haben gesagt, es wäre eben wahlpolitisch nicht auszuhalten. Die klarste Aussage hat da Bundeskanzler Kurz gesagt, bei einem der mehreren Gespräche, die wir mit ihm geführt haben, hat gesagt, der Wolfgang Schüssel hat mir gesagt, mach's nicht, weil ich habe 7% verloren bei den Wahlen, nachdem ich die Pensionsreform durchgedrückt habe. So wird das gesehen in der Politik, und wir geben nicht auf, wir versuchen weiterhin, dieses Ziel zu verfolgen. Weniger aggressiv in letzter Zeit, um hier Argumente zu bringen, um hier also auch irgendwie Stimmung oder zumindest vernünftige Kreise so weit anzusprechen, dass sie auf unsere Ideen oder auf die Ideen, die es da gibt, eben hören und die aufgreifen. Das war kurz zur Einleitung, ist ein kleiner Verein. Wir sind etwa 15 Vereinsmitglieder, also haben keinen Publikumsverein gemacht, sondern betreiben eine Webpage, wo wir die Argumente etwas unterstützt haben, haben verschiedene Forderungen aufgestellt. Aber ich möchte Sie nicht mehr länger aufhalten, weil heute ist diese Veranstaltung da, um unsere Studie, die wir gemeinsam mit dem WIFO erstellt haben, zu präsentieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Dankeschön, Herr Diplom-Ingenieur. Ich gehe jetzt gleich über zur Generalsekretärin der Aktion Generationengerechtigkeit, die Frau Dr. Ingrid Nemetz. Sie ist Publizistin, Politikwissenschaftlerin und Pädagogin und war mehr als 10 Jahre Sektionschefin für Familie und Jugend. Und vorher Profi geprüft, hätte ich gesagt, Pressesprecherin vom Bundesminister Bartenstein. Und weiter zurück will ich nicht mehr wandern, wenngleich sie zum Beispiel auch im Aufsichtsratsvorsitzende einmal der Wiener Zeitung war, die ja gerade in letzter Zeit in einer sehr traurigen Diskussion sich befindet. Ich kenne die Frau Dr. Ingrid Nemetz aus unserer gemeinsamen, wir hatten eine gemeinsame kurze Geschichte. Nämlich hat uns die Frau Bundesministerin Hartinger damals zu den kommissarischen Leitern in der ÖGK, Österreichische Gesundheitskasse, und im Dachverband der Sozialversicherung bestellt. Und wir mussten da versuchen, innerhalb sehr schwieriger Strukturen einen ruhigen Übergang in das neue System zu schaffen. Und in dem Zusammenhang habe ich sie wirklich schätzen gelernt, eine professionelle Arbeiterin, wie man sich's nur wünschen kann. Es war eine wunderbare Zusammenarbeit. Ich habe nicht nur viel Freude mit der Zusammenarbeit gehabt, sondern habe auch von der Frau Dr. Ingrid Nemeth sehr viel gelernt, das ich heute auch verwenden darf. Ich darf dich ersuchen, uns in die Studie einzuführen. Warum haben wir diese Studie gemacht? Ist das eine Einzelaktion oder gibt es hier eine Linie? Kannst du uns das bitte näher erklären? Ja, guten Abend. Vielen Dank, lieber Walter. Ich kann die Komplimente an dich zurückgeben. Auch ich habe viel gelernt bei dir, und es hat viel Spaß gemacht, in dieser Struktur ein bisschen Klarheit hineinzubringen. Aber nun zum Thema. Wie Georg Veit schon ausgeführt hat, sind wir bei den Politikern, denen wir die Notwendigkeit einer Pensionsreform ans Herz legen wollten, nicht auf sehr viel Gegenliebe gestoßen. Im Gegenteil, eine Pensionsreform ist für einen Politiker, glaube ich, der Gott sei bei uns. Wie auch immer, wir dachten uns, vielleicht können wir mit einigen positiven Aspekten an dieses Thema herangehen
und haben vor dieser WIFO-Studie, die jetzt vorliegt, auch schon einen Auftrag im Jahr 2019 an das IHS gegeben, um die Pensionsreform auch aus verhaltensökonomischer Sicht einmal zu durchleuchten. Der Leiter dieser Studie war damals der jetzige Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, Martin Kocher. Und er hat da einige sehr interessante Ausgangspunkte festgelegt, die, glaube ich, immer noch gültig sind. Das Interessanteste, ich habe mir den Satz heute noch einmal extra herausgeschrieben. In der Einleitung steht, die Verhaltensökonomie geht davon aus, dass Menschen nicht rational sind, dass sie vor allem dazu neigen, kurzfristig zu denken und Versorgungsentscheidungen in die Zukunft zu schieben. Das gilt, glaube ich, für jeden Einzelnen von uns, gilt aber auch besonders für die Politiker, wie wir leidvoll erfahren. Eine Maßnahme in dieser Studie wurde damals gesagt, man sollte die positive Maßnahmen herausführen und diese auch so benennen. Zum Beispiel könnte man eine automatische Terminvereinbarung für Vorsorgeuntersuchungen zur Verringerung von in der Inanspruchnahme von Reha-Geld einführen, sodass Menschen automatisch diese Termine für die Vorsorge bekommen. Das nächste ist, wie kann ich Pensionierung, Frühpensionierung semantisch besser darstellen. Da ist die Studie zu dem Schluss gekommen, dass man eine Reduktion der Inanspruchnahme von Frühpensionen durchaus durch Framing, nämlich durch dezidierte Darstellung der bestehenden Darstellung die Nachteile hervorheben. Sprich, man sollte nicht schreiben von einer Frühpensionierung, sondern vielleicht von einer Abschlagspension, sodass es an sich schon negativ ist, das zu tun. Man sollte eben diesen neutralen Bezeichnung Frühpension, vorzeitige Alterspension durch Abschlagspension oder reduzierte Alterspension benennen. Dadurch könnte vielleicht die Inanspruchnahme der Korridorpension wirklich zurückgedrängt werden, wenn man weiß, es gibt hier einen deutlichen Verlust gegenüber einer Pension, die man mit regulärem Alter antreten kann. Das passt auch ganz genau zu der Studie, die jetzt vorliegt, die der Dr. Url jetzt gleich vorstellen wird, um eben zu zeigen, hier, wenn du länger arbeitest, bekommst du so viel mehr, beziehungsweise wenn ich es aus verhaltensökonomischer Sicht sage, du bekommst, wenn du mit 62 in Pension gehst, fast um 2.000 bis zu 2.000 Euro weniger, als wenn du erst mit 68 gehst. Du kannst dir also, wenn du in Frühpension gehst, keine jährliche Urlaubsreise mehr leisten, vielleicht kein neues Auto leisten. Man sollte da wahrscheinlich auch nicht nur sagen, was kann ich mir alles leisten, sondern was kann ich mir alles nicht leisten, wenn ich mit 62 in die Frühpension mich verabschiede. Danke. Ich danke auch. Und jetzt sind wir also bei der aktuellen Studie, die sich also anlehnt an der damaligen IHS-Studie von Martin Kocher, eben Verhaltensökonomie versucht, durch positives Einwirken mit Argumenten auf die Menschen Einfluss zu nehmen, um ihre Entscheidung. Ja, von mir aus könnten wir dann schon. Anzugeben. Also wir kommen jetzt zum Mittelpunkt unserer heutigen Veranstaltung. Die ist getragen von Dr. Thomas Url. Er ist Senior Economist beim WIFO seit 1994. Da muss er schon im Kindergarten wahrscheinlich bei WIFO angefangen haben. Er ist für Makroökonomie und europäische Wirtschaftspolitik dort zuständig. Ist natürlich, wie könnte es anders sein, auch Lehrbeauftragter der WU Wien. Ist im Vorstand der österreichischen Statistischen Gesellschaft, dort auch Leiter einer Arbeitsgruppe für Wirtschaftspolitik und VGR, also volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen, etwas, was mir sowieso unverständlich ist, wenn man sein Studium cum laude abschließt, weil da war ich so weit davon entfernt, dass nicht einmal ein Ansatz eines Gedanken da aufgekommen wäre. Wichtig ist es mir hier aber zu erwähnen, dass der Herr Dr. Url auch Mitglied der Alterssicherungskommission ist und er auch verantwortlich war für das makroökonomische Gutachten zur Langfriststudie, wo er leitgeprüft sich mit den
Sozialpartnern, und ich halte ja, die Alterssicherungskommission ist ja weniger eine Expertenkommission, sondern eine Beamten- und ein Sozialpartnergremium, durchaus von Menschen mit Expertenwissen, aber nicht das, was wir unter Experten und wissenschaftlichen Experten gemeinhin verstehen, sondern sie sind interessensgetragene Vertreter in der Alterssicherungskommission. Und ich erinnere mich an ein hervorragendes Referat mit sehr klaren Erläuterungen, auch der Literatur, wieso man zu den einem oder anderen Annahmen kommt. Das ist also nicht eine von sich aus einer Laune herausgetragene Produktivitätszuwachsrate ist, sondern dass das fußt auf sehr viel Literatur. Und ich hoffe, dass wir auch heute in dem gleichen Stil die Vorstellung des Gutachtens erleben, nämlich das Gutachten, die Auswirkungen einer längeren Erwerbskarriere auf das Pensionseinkommen. Ich darf Sie dazu herzlich einladen, Herr Doktor. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich werde jetzt mal versuchen, meinen Bildschirm zu teilen. Und eine Präsentation zu starten. Und ich darf einmal kurz fragen, ob das für alle sichtbar ist. Ja. Fein, ja. Also wir haben eine Studie gemacht, in der wir uns angeschaut haben, wie sich eine längere Erwerbskarriere auf das Pensionseinkommen in Österreich auswirken wird. Und das ist ein bisschen eine schwierige Sache, weil ja Erwerbskarrieren an und für sich alle möglichen Verläufe haben können. Die können später beginnen, können früher beginnen, können durch eine Periode von Nichterwerbstätigkeit unterbrochen sein, sei es, wenn man sich um Angehörige kümmert, um Kinder kümmert, eine Weltreise unternimmt oder sonst irgendwas. Und im Prinzip ist man immer darauf angewiesen, dass man für solche Zwecke eine Modellkarriere bastelt. Und wo wir diese Modellkarriere hineingebracht haben, ist im Prinzip das System, wo wir in Österreich noch zurzeit Frühpensionen zulassen, also Pensionen vor dem Regelpensionsalter. Davon gibt es in Österreich vier Typen. Das eine ist die Korridorpension. Das ist das Instrument, das wir gemeinsam mit der Langzeitversichertenpension angeschaut haben. Dann gibt es noch die Schwerarbeiterpension und die Berufsunfähigkeitspension. Die beiden letzten Typen haben wir vernachlässigt, weil es sonst einfach zu viele Ergebnisse gibt und die Botschaft nicht mehr klar rüberkommt, was das Ergebnis ist aus finanzieller Hinsicht. Und da bin ich vielleicht wieder einen Schritt zurück von der Verhaltensökonomie und mehr in der klassischen Ökonomie drinnen, wo es um rationale Argumente geht, warum man jetzt einen Pensionsantritt verschieben kann und auch soll. Ja, die Korridorpension bietet eben eine Möglichkeit zur individuellen Wahl des Pensionsantrittszeitpunktes zwischen dem 62. und dem 68. Lebensjahr. Das heißt, man kann 3 Jahre vor dem Regelpensionsalter in die Pension eintreten, aber auch 3 Jahre nach dem Regelpensionsalter. Und diese Verschiebung, dieser Korridor, der sich da aufspannt, der ist mit einigen finanziellen Aspekten behaftet. Und die zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Und zwar, das kennen wir, glaube ich, alle sehr gut. Das führt eben zur Minderpension, wenn man das so nennen möchte, in Form eines Abschlages, der für jedes Jahr, das man früher in Pension geht, vor dem 65. Geburtstag 5,1% beträgt. Und der Unterschied zwischen der Korridorpension und der Langzeitversichertenpension ist eigentlich nur mehr in diesen Abschlagsatz begründet. Der ist nämlich bei einer langen Versicherungsdauer nur mehr 4,2% und nicht die 5,1%, die es für alle anderen ist. Nach dem 65. Geburtstag gibt es einen Zuschlag zur Pension. Das heißt, da wird der Betrag, der am Pensionskonto steht, für jedes Jahr nach dem 65. Geburtstag oder anteilig 4 Monate um 4,2%
erhöht. Aber zusätzlich zu diesen Zuschlägen und Abschlägen, die sind, glaube ich, weithin bekannt, gibt es auch noch im Sozialversicherungsrecht einige Goodies für Personen, die über dem 60. Geburtstag hinaus arbeiten. Zum Beispiel der Wegfall des Unfallversicherungsbeitrages von 1,2% nach dem 60. Geburtstag, der Wegfall der Arbeitslosenversicherungsbeiträge von 6% nach dem 63. Geburtstag, auch der Insolvententgeltsicherungsfondsbeitrag von 0,1% fällt dann weg, was sich auch positiv auswirkt. Nach dem 65. Geburtstag werden die Pensionsversicherungsbeiträge halbiert und da gibt es ja jetzt auch Vorschläge, dass diese Pensionsversicherungsbeiträge ganz entfallen sollten, wenn eine Erwerbstätigkeit nach dem 65. Geburtstag stattfindet. Ich darf Ihnen vielleicht noch eine Modellkarriere zeigen, bevor wir dann zu den Ergebnissen kommen, wie sie die OECD verwendet. Die OECD geht davon aus, dass jemand das Durchschnittseinkommen im Jahr zum Beispiel 2021, hier ist es für das Jahr 2019 aufgetragen, sein ganzes Leben lang verdient. Also es gibt keine zusätzlichen beruflichen Karrieresprünge, sondern man verdient einfach das Durchschnittseinkommen sein ganzes Leben lang. Und dieses Durchschnittseinkommen wird dann mit einem Wirtschaftswachstum, mit einem Produktivitätswachstum aufgewertet und mit der Inflationsrate aufgewertet. Und wir haben für diese Studie die Zahlen der Alterssicherungskommission verwendet von 2% Inflation pro Jahr und 1,3% Produktivitätsanstieg pro Jahr. Und dadurch kommen diese schönen exponentiell steigenden Linien zustande. Also wir starten mit dem Durchschnittseinkommen des Jahres 2019. Es wird alle Jahre für Erwerbstätige um 3,3% aufgewertet. Und dann landen wir hier im Alter von 62. Das ist der erste Zeitpunkt, wo man in Pension treten könnte. Und wenn das jemand macht, dann wird das Bruttoeinkommen vom Betrag hier, das ist ungefähr 175.000, zurückgehen auf circa 110.000. Und danach steigt das Bruttoeinkommen entsprechend des Richtwertes, der da im Pensionsgesetz drinsteht, mit 2% pro Jahr. Und man erhält dieses Pensionseinkommen bis zum Tode. Wenn man sich jetzt dazu entschließt, bis zum vollen Rahmen der Korridorpension zu arbeiten, das ist in dem Fall 68, dann wird das Bruttoeinkommen weiterhin mit 3,3% steigen und dann zum Zeitpunkt des Pensionsübertrittes, da ist man 68 Jahre alt, also mit dem 69. Lebensjahr, hat man einen deutlich geringeren Rückgang des Bruttoeinkommens. Nach der Pensionierung steigt dann auch dieses Bruttoeinkommen weiter mit den 2% jährlich, wie die Pensionsanpassung eben verläuft. Wie schaut es jetzt netto aus? Netto kommt man hier etwas niedriger während der Erwerbstätigkeit bis zum 62. Lebensjahr. Man fällt dann auf ein niedriges Einkommen zurück. Und man sieht schön, dass da der Unterschied zwischen Brutto und Netto im Erwerbsleben ein deutlich größerer ist als im Berufsleben. Und man sieht auch hier in dieser Übergangszeit im Korridor, dass die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge netto doch einiges bringt. Und was auch interessant ist, der Rückgang im Nettoeinkommen, wenn man den ganzen Korridor ausnutzt, der da zur Verfügung steht, der ist relativ gering. Also deutlich geringer als zum Beispiel hier, wenn man am Anfang des Korridors in Pension geht. Jetzt ist aber so, dass diese Modellkarriere, die wir hier vorgezeichnet haben, für jemanden, der das Durchschnittseinkommen im Jahr 2019 verdient und dass das laufend aufgewertet wird mit 3,3%, entspricht ja nicht dem durchschnittlichen Lebenseinkommenspfad, den Individuen in Österreich haben. Da gibt es sehr unterschiedliche Pfade. Wir haben das in der Studie gut dokumentiert. Wenn das jemand interessiert, möge bitte dort nachschauen. Ich sage jetzt einmal nur hier die 7 Berufsgruppen, die wir analysiert haben, für die wir Lebenseinkommenspfade ausgerechnet haben, die eben typisch sind. Das sind akademische Berufe, technische Fachkräfte, Büroangestellte,
Verkauf und personenbezogene Dienstleistungen, Handwerksberufe, Maschinen- und Anlagenbediener und Hilfskräfte. Man sieht, glaube ich, schon beim Einstiegsleben ins Berufsleben, dass es Unterschiede gibt. Die akademischen Berufe kommen erst mit 21 Jahren in die Erwerbstätigkeit hinein, Handwerksberufe und Maschinen- und Anlagenbedienung schon mit 15. Und natürlich schaut auch der Lebenseinkommenspfad anders aus. Also für Hilfskräfte und Maschinenanlagenbedienung ist es eher ein flaches Lebenseinkommensprofil. Am Beginn stark steigend, aber dann ab dem 25., 30. Lebensjahr relativ flach. Während für akademische Berufe dieses steile Lebenseinkommensprofil vorhanden ist, dass eben durch Karrieresprünge, die wir natürlich nur im Durchschnitt abbilden können, aber eben die durchaus damit verbunden sind, dass man die Berufsleiter hinaufklettert, wo man dann auch im Alter ein höheres Einkommen bezieht, Erwerbseinkommen bezieht. Vielleicht noch der Ausgangspunkt für die Pensionshöhe, wenn man mit 62 in Pension gehen würde. Da sieht man doch relativ deutliche Unterschiede zwischen akademischen Berufen. Also wenn jemand mit 21 seine Erwerbstätigkeit beginnt und bis 62 arbeitet in einem akademischen Beruf, Vollzeit mit dem typischen Einkommen, dann erhält diese Person 2700 Euro Pension im Gegensatz zu einer Hilfskraft, wenn die mit 15 ins Erwerbsleben eintritt und dann mit 62 in Pension geht, dann kann sie mit einer Pension von 1632 Euro rechnen, wobei hier die Langzeitversichertenregelung greifen würde. Man sieht relativ geringe Unterschiede zwischen technischen Fachkräften und akademischen Berufen, relativ abgeschlagen die Hilfskräfte und dann zwischen den anderen Berufsgruppen eigentlich nicht mehr allzu große Unterschiede. Was kann man jetzt dadurch erreichen, dass man den Pensionszeitpunkt nach hinten legt? Also vom frühestmöglichen Jahr, das ist der 62. Geburtstag, um ein Jahr nach hinten. Das sind die Zahlen, die ich jetzt hier Ihnen präsentieren kann. Und zwar sehen Sie da 62, 63, 64, 67 bis 68. Das sind im Prinzip die verzögerten Pensionsantritte, die sich da eben als Simulation anbieten. Und wir vergleichen immer die Pension, die man bekommt, wenn man im Alter von 62 zum Beispiel in Pension geht, mit den blauen Balken, die Sie vorhin gesehen haben. Und der Unterschied mit dem Alter von 62 ist natürlich null, weil dann bekommt man genau die Korridorpension mit dem frühestmöglichen Zeitpunkt. Wenn man den Pensionsantritt um ein Jahr in die Zukunft verlegt, kann man doch deutlich mehr verdienen. Und zwar zwischen 170 Euro für Hilfskräfte, 14 Mal jährlich, und 330 Euro für akademische Berufe, 14 Mal jährlich. Und wenn man das jetzt so rüber nach rechts verfolgt, dann sieht man doch, dass für akademische Berufe durch den späteren Pensionsantritt, also wenn man über das 65. Lebensjahr hinaus arbeitet, eine Erhöhung der Pension gegenüber dem 62. Lebensjahr, also wenn man zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Pension geht, von knapp 2000 Euro 14 Mal jährlich möglich ist. Und wenn man das als Hilfskraft tut, dann ist die Steigerung auch noch immer erheblich, nämlich bei 1000 Euro. Und was wir hier sehen, ist sozusagen ein Geldbetrag, der das Ganze veranschaulicht, wie das in diesen als Barwert zum 62. Lebensjahr ausschaut im Vergleich zu den späteren Pensionszeitpunkten. Wir haben das auch umgerechnet in den Barwert des Gesamtlebenseinkommens in der Studie, wenn das interessiert. Und da kommt halt doch deutlich eine auch
in Bezug auf das gesamte Lebenseinkommen eine deutliche Steigerung heraus. Was man hier vielleicht auch noch sagen sollte, wir haben nicht nur die Männer angeschaut, sondern auch die Frauen ohne Kind, die eben denselben Karriereverlauf haben, also denselben Erwerbsverlauf wie die Männer, also Vollzeiterwerbstätigkeit ohne Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, also keine Arbeitslosigkeit oder Weltenbummlerei oder Karenz aus irgendeinem Grund. Da ergeben sich im Prinzip ähnliche Zahlen. Und wir haben das auch gemacht für Frauen mit einem Kind, die für eine gewisse Zeit die Erwerbstätigkeit vollständig unterbrechen und danach in Teilzeit gehen bis zum Schulbeginn ihres Kindes und dann nach Schulbeginn wieder in Vollzeiterwerbstätigkeit gehen. Und auch dort ergeben sich nur geringe Abweichungen zu den Zahlen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Was man vielleicht hier noch einmal betonen muss, für Frauen ist die Korridorpension erst relevant, wenn das gesetzliche Regelpensionsalter vollständig angepasst ist. Teilweise relevant schon vorher, aber eigentlich erst, wenn das vollständig angepasst ist. Daher wirken diese finanziellen Anreizmechanismen, die ich Ihnen hier jetzt gezeigt habe, zurzeit nur für die Männer, zurzeit noch nicht für die Frauen. Das gilt erst dann ab 2028 herum, wenn sozusagen das erste Jahr mit Abschlägen ausgestattet ist, wenn Frauen eben schon früher in die Pension treten. Ja. Das wäre jetzt eine kurze Präsentation der Studie und falls es noch Fragen dazu gibt, bin ich gerne bereit, die im Folgenden zu beantworten. Ich entteile jetzt meinen Bildschirm und bin wieder sichtbar. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Doktor. Das kennt er schon ein wenig. Sehr informativ, denke ich. Und meines Erachtens lädt es auch ein zu Wortmeldungen oder zu Diskussionsbeiträgen. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, es wäre jetzt an Ihnen an der Reihe, sich zu Wort zu melden, um die Gelegenheit zu nutzen, mit Herrn Dr. Uhrl über diese Studie zu reden. Selbstverständlich stehen wir alle Teilnehmer gerne für Fragen und Diskussionsbeiträge zur Verfügung. Und werden auch versuchen, alles so zu beantworten, wie es in unserem Kompetenzrahmen möglich ist. Bitte schön um Wortmeldung. Noch habe ich leider keine Wortmeldung. Ich denke, das wird sich hoffentlich bald ändern. Wer ist der Erste? Ich kann mich nicht zu Wort melden, weil ich habe mich schon zu Wort gemeldet. Ich habe nur gerade gesehen, Andreas Schurl hat nur gerade gesehen, dass mein Name unten fehlt. Bei mir steht iPad 49, war interessant. Dürfte bei der Anmeldung sozusagen irgendwas übersehen haben. Ja, ich würde mich ganz gern melden, insofern als mich diese Zahlen natürlich beeindrucken. Wohl wissend, dass es ungefähr so ist, denke ich, gehöre ich eher zur Minderheit derer, die sich das bewusst sind. Warum wird das ist meine Frage, so wenig politisch publiziert? Warum ist das so unbekannt? Weil ja doch die Exponentialfunktion, ja, selbst sozusagen diese positiven Zeichen hier zeigt. Und ich glaube, dass das schlichtweg in unserer Bevölkerung eine absolute unbekannte Tatsache ist. Danke. Da kann ich eigentlich nur ein bisschen darauf antworten, weil ich ja aus meiner vorigen Tätigkeit sehr viel auch mit der Sozialverwaltung zu tun hatte. Und wir sind wieder dort, wo wir heute schon bei den Argumenten von Martin Kocher angefangen haben. Wir haben in Österreich eine Kultur des frühen Pensionsbeginnes. Wir hatten ja über viele, viele Jahre noch im vorigen Jahrhundert unsere Arbeitslosenrate damit sehr deutlich gesenkt und auch damit prahlen können im internationalen Szenario mit hervorragenden Arbeitslosenzahlen. Daraus hat sich eine Kultur entwickelt, nicht nur bei Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch bei den Behörden. Und es gibt
in vielen Diskussionen die Forderungen bereits an die zum Beispiel Sozialversicherungsträger, die ja wunderbare Infos in ihren Homepages haben, wie die Pensionen sind. Aber es gibt nicht eine ehrgeizige Initiative, die die Menschen zum Beispiel anschreibt bei einem Pensionsantrag und sagt, hallo, Sie stellen einen Antrag, haben Sie eigentlich überlegt, ein Jahr später, was das bringt. Ja, also das hat meines Erachtens auch etwas mit der Kultur zu tun, dass es nicht gelingt, diese Informationen, und da gäbe es jetzt eine ganze Reihe von anderen, hier gar nicht zum Thema stehenden Sachverhalte, die man mit einer guten Information hätte aufbereiten können. Das ist ja das Anliegen, glaube ich, so jetzt der letzten Zeit von der Aktionsgemeinschaft Generationengerechtigkeit, dorthin zu wirken. Aber Sie haben recht, warum das so ist, es gibt meines Erachtens kaum es wird das Thema Alterssicherung einfach weggewischt, Verdrängungsmechanismus, das ist meine subjektive Beurteilung. Ich habe jetzt wieder zu viel geredet, gibt es noch welche Antworten? Ich würde gerne noch was sagen, wenn ich darf. Eins nachlegen, vielleicht darf ich das, Herr Dr. Böltner. Sie haben völlig recht, nur ich würde schon weit, weit früher die Informationen sozusagen an Frauenherren Österreicher schicken, nicht erst dann, wenn der Pensionsantrag gestellt wird, weil dann ist mehr oder weniger ja die Entscheidung schon nahezu getroffen. Wir bekommen ja jetzt dankenswerterweise, glaube ich, ab 50, also ich kriege das jetzt schon seit ein paar Jahren, nahezu jährlich sozusagen meine Kontogutschrift von der Pensionsversicherungsanstalt zugeschickt. Und da steht immer nur drinnen, dass meine Voraussetzungen für das Endalter 65 erfüllt sind. Und dann steht ein Wert dort. Null Information darüber, dass ich eigentlich auch die Möglichkeit hätte, bis 68 zu arbeiten und wie dann die Pension ausschaut. Es wird wem über die Korridorpension von 62 Auskunft erteilen, aber nicht in die andere Richtung. Und solange ich sozusagen noch in der Lage bin, meine Entscheidung, wann ich denn vom Erwerbsleben in den Ruhestand direkt beeinflussen kann, dann nutzt mir diese Information. Wenn ich den Pensionsbescheid bereits sozusagen gestellt habe, dann ist wahrscheinlich so, dass das durchkommuniziert ist und ich da gar nicht mehr wegkomme. Aber das ist nur meine Meinung. Ja. Ich kann kurz was dazu sagen. Nach Aussage, ich habe da natürlich gesprochen mit dem Generaldirektor der BVA, Winfried Bingerer, und der sagt, es sind ihm die Hände gebunden, er darf nicht solche Aktionen durchführen, weil seine Kommunikation vom Sozialministerium genehmigt werden muss. Was er also an Öffentlichkeitsarbeit, was er also den einzelnen Leuten schreibt, seinen Mitgliedern sozusagen, seinen noch aktiven Pensionisten. Und das ist absolut nicht gewünscht. Ja, da muss man auch sagen, dass da die Selbstverwaltung ein bisschen auch im Weg steht, die nicht sehr initiativ da ist. Ich habe jetzt mehrere Wortmeldungen. Ich habe sie mir notiert, bitte. Ich habe als direkte Antwort in den Dr. Uhl, glaube ich, der auf die Anfrage der früheren Information etwas sagen will. Ja, vielen Dank. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Verhaltensökonomie uns schon hier auch ein bisschen Ratschläge geben kann. Also das, was der Kollege Kocher und die Kollegen vom IHS da gemacht haben, das deutet schon darauf hin, dass die Art und Weise, wie man die Information verpackt, wichtig ist dafür, wie sie aufgenommen wird. Und wenn es so ist, dass man nur einen Kontostand bekommt und der einem erklärt, wie das mit der 62 ist, ist klar, dass die Leute eher auf das reflektieren, was zum Zeitpunkt 62 der Fall ist, als auf das, was vielleicht zum Zeitpunkt 68 der Fall ist. Und wenn man da zum Beispiel so etwas hat wie diese Tabelle, und ich glaube, das haben wir jetzt das erste Mal in Österreich gemacht, und das kann man auch schön herzeigen, ne? Und das ist auch eindringlich, denke ich. Wenn man sowas einmal hat, dann ist es schon leichter, die Information unter die Erwerbstätigen zu bringen und die dann auch mal die wirklich rationalen Argumente sich überlegen, was das ist, wenn man da den Pensionszeitpunkt in die Zukunft verschiebt, wie viel das bringt, ne? Und dann muss man vielleicht auch sagen,
Etwas, von dem ich mir doch ein bisschen was erwarte in den nächsten Jahren, ist, dass das Regelpensionsalter der Frauen angehoben wird auf das Niveau der Männer. Und es gibt in der Verhaltensökonomie noch einen anderen Effekt, nämlich, dass man als Partner versucht, möglichst gemeinsam zu leben. Und wir sehen das auch bei den Frauen, die gehen ein bisschen später in Pension, als sie eigentlich könnten. Durchschnittsalter so um die 61, die Männer ein bisschen früher. Und dadurch kann man sozusagen als Partnerschaft gemeinsam in den Ruhestand gehen. Und wenn das Alter jetzt angehoben wird, dann fällt dieser Anreiz auch wieder weg. Also da denke ich mir, ist schon einiges möglich. Danke sehr. Als nächstes zum Wort gemeldet Walter Dantzsch, bitte. Danke, einen schönen guten Abend. Ich denke, dass die Ausführungen von heute, dass das vor allem der WIFO-Studie, dass das längere Arbeiten nicht nur dem Einzelnen etwas bringt, sondern für das gesamte System etwas Wichtiges ist, klar ist seit Jahrzehnten und wir trotzdem nicht die Umsetzung auch nur annähernd bewältigen konnten. Denn auch die Verlängerungen des Pensionsalters haben des Gesetzlichen zum Beispiel, die Einführung der Korridorpension und so weiter, haben das faktische Pensionsantrittsalter wesentlich geringfügiger angehoben. Ich denke, dass da ein wichtiger Aspekt ist, den Ingrid Nemetz gesagt hat. Wir müssen mit positiven Aspekten arbeiten, den Menschen nicht nur die Abschläge, die soll man zwar schon auch klar machen und das nicht nur das Umgehen, sondern auch das Positive heranbringen. Das heißt, die Information, was jetzt in der letzten Wortmeldung war, über die entsprechenden Bonuszahlungen etc. sind eine ganz wichtige Sache. Zweitens, wenn jemand nicht in seinem Beruf bleiben will und die Pension schon beziehen will nach dem gesetzlichen Pensionsalter und trotzdem arbeiten, etwas anderes tun, also die Freiheit der Pension zu genießen, nicht mehr in direkt Angestelltenverhältnis zu sein, aber trotzdem weiterzuarbeiten, dann wird er nach wie vor finanziell als auch bürokratisch schikaniert. Es gibt immense Zahlungen für etwa 16% des Einkommens für die zusätzliche Pension, dass man dann die 10 Euro im Monat mehr drauf kriegt, ist bei diesem Ringelspiel zwischen Sozialversicherung und Steuer sind dann 3 bis 4 Bescheide notwendig. Das heißt, es verdient eigentlich auch der Staat nicht daran, sondern es geht darum, die Menschen abzuhalten, sonst etwas zu tun. Und daher sollte das auch aufgehoben werden. Und jetzt kommt auch noch dazu die Frage des Arbeitsmarktes. Alles, was wir in der Pensionsreform, in neuerlichen Reformschritten unterbringen, wird klarerweise, das ist auch korrekt so, weil es langfristige Auswirkungen hat, länger dauern. Will man dem Arbeitsmarkt helfen, dann habe ich einen konkreten Vorschlag, den ich vor 1,5 Jahren auch bei der Austrian Senior Expert Pool gemacht habe, dann wäre das meiner Meinung nach möglich, die Geringfügigkeitsgrenze für Leute, die das gesetzliche Pensionsalter bereits erreicht haben, einfach zu verdoppeln. Das wäre kein Altersprivileg. Das Gleiche gilt auch für Studierende, die Möglichkeit haben, 15.000 Euro im Jahr zu verdienen, ohne die Familienbeihilfe zu verlieren, zeigt einen vernünftigen Einstieg, einen flexiblen in die Arbeitswelt. Und ich würde auf diese Art auch einen flexiblen Ausstieg aus der Arbeitswelt ermöglichen. Und mit dieser Maßnahme, die nicht die Maßnahmen der Pensions- von Reformschritten wegnehmen soll,
könnte man wahrscheinlich innerhalb weniger Monate positive Effekte am Arbeitsmarkt erzielen. Dankeschön. Als nächstes habe ich in Herrn Wanker nächste Wortmeldung. Bitte, Herr Wanker. Grüß Gott, Karl-Heinz Wanker, Fachverband Pensions- und Vorsorgekassen. Ich habe eine Frage an Dr. Uhrer. Er hat in seiner Studie dankenswerterweise sehr kompakt und sehr komprimiert von ihm vorgestellt wurde, als Beginn der akademischen Laufbahn das 21. Lebensjahr herangezogen. Und das erscheint mir sehr, sehr, ich sage mal, dynamisch und nicht so mutig, weil wenn ich davon ausgehe, dass Männer, so wie natürlich auch Frauen, mit frühestens 18, möglicherweise 19 Jahren maturieren, weil sie vielleicht nach 4 Jahren Volksschule 8 Jahre oder 9 Jahre Gymnasium haben, wir sind in einer Handelsakademie, sogar 5 Jahre, also mit 19 maturieren oder mit 18,5, dann das Bundesjahr, dann den Zivildienst machen und dann ein Studium machen, dauert ein Minimalstudium, ein Bachelorstudium heutzutage Minimum 6 Semester, also 3 Jahre. Und somit ist der Mensch, wenn er noch so dynamisch ist und noch so schnell ist und sicher kein Bummelstudent, wenigstens 22, vielleicht sogar 23, wenn er Bundesjahr machen musste oder einen Zivildienst und nicht untauglich war. Daher verstehe ich nicht, warum man die Akademikerlaufbahn mit 21 beginnt. Danke. Ja, bitte gleich direkt die Antwort. Ja, danke. Wir haben diese Altersstufen nicht willkürlich gewählt, sondern haben die entsprechend der Auswertungen aus der EU-SILC-Umfrage genommen. Und in dieser Umfrage haben die Personen mit akademischem Berufshintergrund, also mit aus der Akademikergruppe, angegeben, dass sie mit 21 ihre Erwerbstätigkeit begonnen haben. Also ist die Untergrenze. Ich sehe das auch so. Aber wenn ich etwas Höheres hineinschreiben würde, hätte ich zwar keinen Argumentationsnotstand, aber ich würde abweichen von den Verfahren, das ich für die anderen Berufsgruppen eingesetzt habe. Und deswegen haben wir diesen Wert gelassen, so wie er in der Statistik ausgewiesen wird. Danke. Ich glaube, man sollte vielleicht trennen den Studienabschluss von dem Zeitpunkt, in dem man in die Erwerbstätigkeit einsteigt. Denn ab einem bestimmten Alter, das komme ich jetzt aus anekdotischer Evidenz, steigen oft junge Menschen schon ins Erwerbsleben ein während des Studiums. Sei es auch nur in Teilzeit, wie auch immer, aber in der Umfrage werden sie dann behaupten, okay, wir sind schon mit 21 im Erwerbstätig. Also das heißt, man wird wahrscheinlich trennen müssen, Abschluss des Studiums und Eintritt ins Erwerbsleben. Als nächste Wortmeldung habe ich ihn, und da freue ich mich, dass er in unserem Kreis ist, in Martin Kleitzmann, sehr erfahren und leitergeprüfter Teilhaber der Pensionskommission, Teilnehmer der Pensionskommission und kennt die Pensionsdiskussion der letzten 20, 30 Jahre, auch wenn er nicht so alt ausschaut, aus dem M. Bitte. Genau, Walter, das wollte ich jetzt von dir hören. Na, ganz herzlichen Dank für die liebe Begrüßung. Ich bin sehr gern dabei und ich möchte mich auch herzlich bedanken für eure Initiative, die ich wirklich wunderbar finde und höchst notwendig, weil sonst kaum wer über dieses heikle Thema auch nur zu diskutieren bereit ist, was ich übrigens sehr tragisch und für unsere nächste Generation sehr bedauerlich finde. Ich habe sehr aufmerksam zugehört, auch vom anderen Walter in der Wortmeldung. Ich gehöre genau zu dieser Gruppe, die ist ja jetzt in der Pension jenseits des Regelpensions Alters noch aktiv sind, sogar in unterschiedlichster Hinsicht, also selbstständig als freier Dienstnehmer und als Teilzeitangestellter und dann gibt es noch ein paar andere Jobs. Ich würde gerne auf einen Aspekt hinweisen, der vor allem für die Verhaltensökonomie interessant sein könnte und bis dato, wie ich glaube, noch sehr wenig untersucht wurde, nämlich aufs Thema Gesundheit im Alter. Also ich wage einmal zu behaupten, das Frühpensionierungsprogramm, das wir auch hierzulande erleben, ist auch ein Frühablebensprogramm. Und zwar weitgehend aus dem einfachen Grund, weil sehr viele, genau aufgrund der Tatsachen, die heute hier angesprochen wurden,
eigentlich mehr oder weniger aus dem Berufsleben herausgerissen werden, sich aber vorher wenig Gedanken gemacht haben, wie es dann weitergeht und dann eigentlich ohne Aufgabe, ohne Struktur etc. dastehen und in sehr vielen Fällen, wie ich glaube, dann auch gesundheitliche Probleme bekommen. Manche werden Alkoholiker, manche werden depressiv. Auf jeden Fall führt das alles dazu, dass sie unter Umständen auch nicht sehr lange leben dann. Und meiner Ansicht nach wäre es sehr interessant, einmal zu untersuchen, auch wissenschaftlich, wie das tatsächlich ausschaut. Natürlich bin ich mir bewusst, dass es auch Berufe gibt, wo die Pension also die Erlösung bedeutet, wo man also von einer schweren Arbeit sich dann ausrasten kann. Das gibt es natürlich auch. Aber generell glaube ich, dass es unterschätzt wird, wie wichtig es ist, eine Aufgabe, ein Ziel zu haben, eine Struktur im Tag. Und ich bin halt in der glücklichen Lage, dass ich so etwas habe. Und ich glaube, dass es wirklich sehr wichtig ist, dass man eine sehr schöne, aktive Zeit in der verlängerten Lebenserwartung, die wir heute genießen dürfen, verbringen kann. Also das ist nur eine Anregung für einen Aspekt, den man vielleicht für die Verhaltensökonomie verwenden könnte, weil gesund alt werden ist ja etwas, was wir alle wollen, glaube ich. Danke. Danke. Ja, Arbeit ist ja auch Teilhabe am sozialen Leben und damit auch daher wichtig. Ja. Vielleicht passt jetzt gerade die nächste, hoffe ich, Wortmeldung von Frau Elisabeth Botzmann. Bitte schön. Schönen guten Abend. Ja, tatsächlich ist mir jetzt sozusagen ein Thema vorweggenommen worden, das gesunde Altern. Also ich kann mich hier meinem Vorredner nur anschließen, dass Arbeit soziale Teilhabe bedeutet natürlich. Aber man muss natürlich, wie auch ebenfalls schon erwähnt, in einem Beruf sein, in einer Lage sein, dass man auch im hohen Alter noch arbeiten kann. Und da denke ich, dass wir auch dafür Modelle finden sollten. Ich spreche jetzt nicht wenig überraschend aus dem Blickwinkel der Pflegeberufe, wo wir einen Mangel haben und wo wir durchaus auch Interesse daran hätten, dass hier auch von Pensionsseite Möglichkeiten geschaffen werden, dass man eben einen flexiblen Ausstieg aus dem Berufsleben schafft. Man wird mit 65 nicht mehr im Schichtdienst arbeiten wollen. Dann nehmen die Kolleginnen einfach diesen Abschlag notgedrungen in Kauf, würden gerne in einem anderen Modell arbeiten, geringfügig arbeiten. Und das gelingt dann nicht, weil das eben weil das sehr schwierig ist. Das haben wir jetzt auch schon gehört. Da wird man zum Teil mit, ich will es jetzt nicht Schikanen nennen, aber es wird einem nicht einfach gemacht. Also mein Plädoyer wäre wirklich hier Modelle zu finden, die flexibel sind und die ein längeres Arbeiten möglich machen, auch in Berufe, wo es körperlich schwierig ist, wirklich bis ins höhere, also bis zu 68, 67 und vielleicht auch 65 zu arbeiten. Aber was mir sehr gut gefällt, sind diese verhaltensökonomischen Ansätze, mit denen ich mich schon länger beschäftige und die wir tatsächlich nicht nutzen. Also wir werden hier auch keine Antwort finden, aber es ist ein klares Plädoyer meinerseits, hier aktiv zu werden, auch aus einer persönlichen Betroffenheit heraus, weil ich mich seit meinem 50. Lebensjahr damit beschäftige, wie viel Pension ich bekommen werde und egal wo ich hingehe, ich erfahre es nicht oder bekomme widersprüchliche Auskünfte. Und man möchte das ja längerfristig planen. Man will ja nicht, wenn ich mal einen Jahr vor meiner Pension bin, dann wird man sich eher nicht mehr umentscheiden. Also ich hätte das schon gerne langfristig geplant. Und da gibt's eben ganz wenig Möglichkeiten, valide Informationen zu bekommen, wenn es ein bisschen komplexer wird, wenn man nicht immer bei einem Arbeitgeber war und so weiter. Also dann geht's ja noch, aber in dem Moment, wo es hier, vielleicht war man noch im Ausland und so weiter, dann wird schon ganz schwierig mit einer guten Auskunft. Und zuletzt möchte ich auch darauf hinweisen, und deswegen wäre es auch so wichtig, diese Information aufzubereiten, auch wenn die BVA das jetzt vielleicht noch nicht machen will, weil sie kein Go hat vom Ministerium. Vielleicht kann man sich dieses Go ja holen. Ich werde das zumindest anregen, dass man vor allem Frauen, ein Bewusstsein bei Frauen dafür schafft, dass sie, wenn sie ihre nicht rechtzeitig darauf achten, auf ihre Erwerbsjahre,
ihre aktiven Jahre, dass es ein Weg in die Altersarmut ist. Man will das mit 30 nicht glauben und man will es mit 20, ist es eh egal. Aber viele, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die das auch mit 50 nicht glauben wollen. Und da braucht es viel, viel mehr Aufklärung. Also wir sind hier in einem kleinen Raum, wo viele Menschen sind, wie ich jetzt merke, die ohnehin wissen, was Sache ist und die es sich gewahr sind dessen, was hier die Auswirkungen sind. Aber das ist wirklich eine Information, das ist ein Plädoyer, mit dem ich, dass ich hier jetzt vom Stapel lasse, aber auch überall, wo ich sonst bin, hier ein Bewusstsein zu schaffen, ganz besonders bei den Frauen ein Bewusstsein zu schaffen, dass man länger arbeitet und gleichzeitig möchte ich darauf appellieren, dass man auch die den Rahmen schafft, dass das auch möglich ist. Danke. Vielen Dank. Wertvolle, scheinbar letzte Wortmeldung, die ich jetzt habe. Gibt es noch eine Wortmeldung? Eine Anfrage? Es scheint mir nicht so zu sein. Oh ja, oder? Nein. Es scheint mir nicht so zu sein. Dr. Tanschitz, bitte. Walter, du wolltest. Ja, nur eine kurze Bemerkung zur Frauenarbeit. Von länger arbeiten ist das völlig richtig. Aber bei der Teilzeit möchte ich schon etwas anmerken. Das ist nämlich auch eine Maßnahme, die hier staatlich gefördert wird, sozusagen, die Teilzeit. Ich kann es aus einem sehr engen Verhältnis von meiner Frau sagen. Würde sie von Teilzeit auf Vollzeit umsteigen, hätte sie in der Arbeitsstunde netto einen Verlust von 20% bis 25%. Also das ist nicht die Teilzeit, sondern das ist das Steuersystem, das hier unterdrückt die Vollarbeitszeit. Und das ist der gleiche Staat, der jeden Würstelmann verfolgen würde, der sagt, er zahlt für die gleiche Arbeit nicht das gleiche Geld. In der Pension bedeutet es dann natürlich eine Abnahme, sieht man aber das System an, dass derjenige, der weniger bekommt, ohnehin immer mehr auf der Pension drauf bekommt, als derjenige, der voll eingezahlt hat für seinen vollen Gehalt, das ganze Leben, aus welchen Gründen immer, diese unterschiedlichen Erhöhungen, die ja das Versicherungssystem in Wahrheit aufheben oder fragwürdig machen, dann muss man schon sagen, also wenn man nicht Teilzeit arbeitet und kann und auf die längere, dann zahlt man doppelt drauf. Nicht? Erstens einmal mit Nettolohn und zweitens dann später einmal bei der Pensionserhöhung. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Hinweis, nämlich diese Problematik der Pensionsanpassung, die ein bisschen die Studie vom Dr. Url relativiert, weil dann bei ob einem bestimmten Einkommen gibt es eben nicht einmal die 2%, sondern 0% Einkommensentwicklung. Und dann muss man sich wieder fragen, also da müsste man wieder andere Aspekte sehen. Also diese völlig verfälschte Sozialromantik in der Politik, die mit der Realität nichts zu tun hat, führt zu so ganz, ganz großen Unebenheiten, sodass der Alleinverdiener mit 45 Jahren in der Pensionsanpassung weniger kriegt, als jemand, der halt so nur kinderlos irgendwie Teilzeit da herum gewerkt hat. Gut, ich habe jetzt keine weitere. Oh ja, Chris Manek, bitte. Ich habe kein Bild, daher kann ja, ich. Ja. Hallo, ich bin da am Handy und. Das ist nicht ganz so einfach. Eine Frage. Wir reden jetzt die ganze Zeit aus der Sicht des Dienstnehmers. Aber muss man nicht auch irgendwie bei den Dienstgebern ansetzen, dass die bereit sind, Mitarbeiter länger zu halten, bis 68 oder möglicherweise sogar noch länger, bereit sind, ein höheres Gehalt zu zahlen, wenn gleichzeitig jüngere Mitarbeiter deutlich billiger sind? Gibt es darauf jemand, der eine Antwort? Ja, ich würde schon gerne darauf antworten. Ich glaube, da gibt es etliche Aussagen des WIFO dazu, dass für die Weiterbeschäftigung der Älteren ein paar Voraussetzungen gegeben sein müssen. Das sind Voraussetzungen an den Arbeitsplatz selber. Also wie schon gesagt wurde vorhin, es wird nicht plausibel sein, dass jemand, der schwere Arbeit verrichtet hat,
und körperlich nicht gut beieinander ist, das bis zum 68. Lebensjahr durchziehen kann und will, wollen das wahrscheinlich von ihm auch nicht verlangen. Es wird auch gewisse Vorsorgemaßnahmen geben müssen am Arbeitsplatz selber, so dass Hebehilfen, gute Sitzplätze im Büro, vernünftige Begleitung beim Einrichten des Büros und so weiter vorhanden sind, damit man das auch körperlich durchsteht. Und die ArbeitgeberInnen werden also auch mittragen müssen, weil das ja mit finanziellen Aufwand verbunden ist, dass da zusätzliches Kapital bereitgestellt werden muss. Vielleicht der Betriebsarzt regelmäßig durch die Arbeitsräume geht und mal sich anschaut, ob die gut geeignet sind für ein längeres Arbeiten. Das kostet etwas. Auf der anderen Seite sehen wir schon, glaube ich, ganz deutlich, dass der Arbeitsmarkt leergefegt ist und dass das in den nächsten Jahren ein Zustand ist, der sich eher verschärft, als dass er entschärft sich. Und von dem her denke ich mir auch, dass da eine gewisse Motivation von Seite der Arbeitgeber vorhanden ist, um das umzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Herr Feiter auch etwas aus der eigenen Erfahrung dazu zu sagen hat. Danke. Ist schon soweit. Wir hören Sie, ja? Ja, ich war noch fürs Schlusswort vorgesehen. So. Aber wenn noch keine weiteren, wollte mich jetzt nicht noch vordrängen. Aus der Praxis kann ich sagen, dass 9 von 10 Arbeitnehmern, die wir in die Pension verlieren, wir gerne weiter beschäftigen würden. Es gibt schon wohl die eine oder andere, die wir froh sind, dass sie in Pension gehen, auch früher zum Teil. Aber das hat dann meistens individuelle Gründe. Aber im Großen und Ganzen kann ich auch für meine Kollegen in der Industrie oder in der Wirtschaft sagen, dass wir gerne länger weiter beschäftigen. Bei uns in der Glasindustrie ist es natürlich so, dass Schwerarbeit im Schichtbetrieb, die Leute gehen ja schon wesentlich früher als mit 65, gehen ja schon mit Ende 50 und auch dort gibt es sicher den einen oder anderen, den wir sehr gerne, also nicht nur den einen oder anderen, oder jeden Einzelnen, der jetzt in Pension geht, würden wir gerne noch 1 oder 2 Jahre länger behalten. Überhaupt kein Thema. Weil die Erfahrung können wir nicht so schnell ersetzen. Auch sind sie loyaler, die Älteren, als die Jüngeren, muss man dazu sagen. Herr Böldner, soll ich schon ein Schlusswort bringen? Sie sind gemutet. Ja, bitteschön. Okay. Machen wir das gleich mit dem Resümee. Das Resümee ist also, herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Studie. Herzlichen Dank nochmal an Dr. Uhren und an das WIFO. Ich glaube, es war der Professor Matzal, der gesagt hat, der Pensionshimmel und die Arbeitshölle sind nicht so ganz der Realität entsprechend. Wie der Walter Dantzsch oder weiß nicht, wer es jetzt war, da genau ausgeführt hat. Das ist natürlich tatsächlich so, dass also diejenigen, die schon früher in Pension gehen, auch dann nicht unbedingt so glücklich sind. Unser Verein beschäftigt sich eben, wie gesagt, seit 7 Jahren damit. Die 5 Forderungen, die wir aufgestellt haben, treffen schon viele Wortmeldungen, die hier gekommen sind. Natürlich das Anpassen des faktischen ans gesetzliche Pensionsalter, aber auch das Verlängern dieses Pensionsalters. Wir werden alle älter. Wir wissen, dass also seit in den letzten in den letzten 30 Jahren die Pensionszeiten um 10, 12 Jahre angewachsen sind. Nicht, weil die Leute so um 10, 12 Jahre früher in Pension gehen, sondern weil sie 10 bis 12 Jahre länger leben. Es geht sich ganz einfach nicht aus. Wir haben ein rascheres Anheben des Frauenpensionsalters gefordert. Das wird ja bis 2032 also so sein. Das heißt also, dass die jüngeren Frauen, die jetzt also bis also 2032 in den nächsten 10 Jahren in Pension gehen, sowieso schon bis 65 theoretisch arbeiten sollen. Wir haben eine Vereinheitlichung des Pensionssystems gefordert, natürlich unter Mitnahme der Vergangenheit. Das wäre möglich, wenn alle schon ein Pensionskonto hätten. Beamte, wie wir wissen, haben erst ein Pensionskonto, diejenigen, die erst in 2042 in Pension gehen. Das heißt, das hat man schon sehr geschickt verhindert, dass da auch hier keine Möglichkeit stattfindet, hier früher anzupassen, die verschiedenen Welten, in denen wir uns befinden. Wir haben gefordert eine Verstärkung der zweiten, dritten Säule.
und eine Aufgabe des starken Senioritäts- und Ansiennitätsprinzips, das wir in Österreich haben, durch die vielen BNA-Sprünge, die wir aus der Beamtenschaft auch in die übliche Wirtschaft übernommen haben über die letzten Jahrzehnte. Sie können das gerne nachlesen auf unserer Homepage gerechte-pensionen und hoffen, dass die Diskussion angeregt wird, dass es stärker angeregt wird, als es in der Vergangenheit stattgefunden hat. Dass das schon nicht gewünscht ist, sieht man an der Besetzung des Vorsitzenden der Alterssicherungskommission. Herr Pöltner hat unter sehr verständlichen Protest vor über einem Jahr zurückgelegt und seitdem gibt es keinen Vorsitzenden. Die stellvertretende Vorsitzende, so sehr wir sie schätzen, die ist Vorsitzende des ÖVP-Pensionistenverbandes. Und natürlich, man könnte sagen, da ist der Bock zum Gärtner gemacht worden, ohne sie angreifen zu wollen. Aber sie ist natürlich Lobbyistin in eigener Sache. Und dann ein fairer Makler zu sein für die Generationengerechtigkeit, das wird man wohl in dieser Konstellation nicht zustande bringen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Nochmal danke für die Teilnahme und noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, dann bleibt mir auch nur mehr über, mich bei allen herzlich zu bedanken, bei allen Teilnehmerinnen, bei allen Wortmeldungen. Darf abschließend noch auf unseren nächsten Denkraum hinzuweisen. Bitte gleich vormerken, ganz interessant, am 8. März, wie üblich um 17 Uhr. Diesmal gibt es ein Gespräch von Professor Matzer mit der Frau Staatssekretärin Plackholm. Wir lassen also einmal die Jugend zu Wort kommen. Bin schon sehr gespannt auf diesen Denkraum. Auf Wiedersehen. Okay.